Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans und ich glaube, es ist die Folge Nummer 49, bin ich mir aber nicht sicher. Okay, wir haben letztes Mal hier geguckt, da war auf dieser Station reichlich an Eiern, die zum Markt sollen und jetzt sind die zwei Eier allerdings weg. Ich glaube, der LKW, der da steht, der wartet jetzt tatsächlich gerade darauf, dass er Eier zur Großbäckerei bringen kann. Genauso sieht's aus. Okay, würde bedeuten, das funktioniert ja sogar. Wenn er jetzt da natürlich ankommt und auch auf die Eier wartet und es sind keine da, dann wäre es natürlich schön, wenn er eher die Eier zum Markt fahren würde, ne? Vielleicht hat die auch gar keiner da eingefahren, das kann auch noch sein, ne? Dann müssen wir mal gerade in der Linienverwaltung gucken, was da passiert. So, Adenauer Geflügelhof, das ist hier, fährt dann sondern zum Markt. Passt auch, bringt die Eier weg. Und dann fährt er auf dem Rückweg das Mehl zur Großbäckerei und kommt von der Großbäckerei hier hin. Aber bis dato hat er immer die Backwaren dann auch noch mitgenommen. Aber die Backwaren sollten eigentlich gar nicht hier landen, oder? Die sind irgendwie so ein bisschen falsch dann. Aber macht er halt, weil er weiß, dass es hier einen LKW gibt, der dann wieder zum Markt fährt. Ist so, oder? Gut, dann müssen wir mal gucken. Eier Adenau, das ist jetzt vom Geflügelhof nach Adenau hin. Ja, das wäre auch okay, ne? Jetzt müssten die Backbahn aber vom hier, wo müssen die Backbahn hin, das ist die Frage, ne? Gehen die zum Markt? Ja, die gehen zu dem Markt, ist klar. Passt dann, ne? Das würde ja bedeuten, es müsste ein LKW auch von hier zum Markt fahren. Ja, und den haben wir aber noch nicht, ne? Nee. Was steht denn da? Brauerei? Steht das da? Ja, steht da wohl. Das bedeutet, wir bräuchten hier eine neue Linie, die ganz einfach hier die Backbahn zum Markt bringt, ne? Dahin. Können wir uns leisten, dass der da oben steht? Ich glaube nicht, ne? Nee, da kann eigentlich keiner unbedingt stehen, sonst blockiert er die Straße. Das heißt, er müsste immer so fahren. Gut, neue Linie war das. Backwaren. Adenau. Das andere war Adolf Zell, ne, oder? Adolf Zell. Achso, da wollte ich noch so einen Bindestrich zwischen machen, ne? Bindestrich, gut. So, das wäre die Linie. Da muss jetzt noch ein Auto dann drauf. Machen wir auch einen hin. War dann noch die Überlegung wert. Der fährt mit Anhänger, ne? Und der LKW, der war besser, ne? Der ohne Anhänger. Backwaren sind da und dieser hier fährt sogar 4 km/h schneller, ne? Oder wie war das? Kosten sind, glaube ich, identisch. Kommt, zack. Fahrplan ist Backwaren, Adenau, Radolfzell und starten. Da war was überfüllt, aber ist jetzt auch nicht so wild. Probieren wir mal hier. Da, okay. Frosch im Hals. Der wartet jetzt auf Eier, ne? Für die Großbäckerei. Der könnte da jetzt ewig warten, ne? Und diese zwei Halter sind jetzt auch gerade nicht so ideal, glaube ich. Kann das sein? Jetzt müssen wir gerade mal den LKW nehmen, den wir frisch aufgelegt haben. Ich glaube, der fährt gerade hier hinterher. Genau so ist es wohl. Und dann verfolgen wir den mal gerade. Machen schneller. Der fährt jetzt nämlich die Backwaren holen, ne? Genau so ist es.
und bringt die dahin und holt, müsste eigentlich Mehl auf dem Rückweg mitnehmen, weil es da ja eine Verbindung gibt. Macht er. Und jetzt wieder die Backwaren. Okay, das kann aus. Wie viel lagert hier? 10 Paletten Backwaren. Okay, läuft. So, jetzt müssten wir nur gucken, Geflügelhof und Eier, das müsste jetzt dann auch irgendwie laufen eigentlich, oder? Ja, läuft auch. Jetzt haben die Tierfutter, ja, die haben Tierfutter. Eier werden produziert, weil jetzt der Geflügelhof auch passend, die Großbäckerei passend bedient wird, ne? Jetzt müsste er hier eigentlich auch passend geladen haben, oder? Ne, der produziert die Eier nicht für den. Das ist jetzt doof. Wann ist das aber für den Dingens? Er ist ja, jetzt macht er hier ohne Ende für den Markt, ne? So, da waren die Fahrer, die Dingens weg, sag schon. Es gibt hier keine Eier jetzt für den für die Großbäckerei. Und die steht jetzt gleich, oder? Wegen Eiermangel. Nee. Die hat keinen Eiermangel. Die wartet sogar noch, deswegen wird auch gerade nicht produziert, weil die voll ist. Alles klar. Das müsste aber gleich sofort wieder laufen, ne? Lass mal gerade schnell laufen. Und, nee, noch nicht. Kann nicht lange dauern. Dann müssten da Eier ankommen. Dann immer noch zwei. Was denn jetzt mit der Großbäckerei? Hm? 193, 211. Da müssten eigentlich jetzt welche laufen. Passiert gerade nichts. So, da waren kurz welche und er fährt. Alles klar. Erledigt. Geht also doch. Gut, dann werden da 12 wieder angeliefert. Das sind 205. Dann gibt es auch noch eine zweite Rutsche voll. Läuft also. Gut. Mehl wird hin und her gefahren und er müsste jetzt ja auch gleich, der hier ankommt. Wo ist er denn? Er müsste jetzt auch gleich die Mehlsäcke mitnehmen, ne, auf den Paletten. Lass mal gerade schneller fahren und er nimmt keine Mehlsäcke mit. Ach, die brauchen auch nicht der Geflügelhof. Der hier muss, ja, alles klar, passt schon. Mehl kriegt ja die Großbäckerei, dann läuft's ja auch richtig. Gut, okay. Dann gucken wir mal in unsere Bilanz rein. Betriebsgewinn, alles gut, alles im grünen Bereich. Monate sind da oben gewesen, alles super. Gut, dann gucken wir hier rein, Fahrzeugliste wieder. Wo sind unsere schwarzen Schafe mit dem Gewinn? Ja, da hat sich noch nichts dran geändert, ne, an dem Schifflein hier. Da liegen tausende von Sachen drauf, ne? Passagiere, alles Passagiere. Und hier unten sind Südfrüchte und Milch für den Markt. 3676 Paletten Südfrüchte. 3204 Kubikmeter Milch. Das bedeutet, da ist ein bisschen was im Argen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, muss ein Fahrzeug her, oder? Oder Fahrzeug G. Oh, da war schon die Karte zu Ende. Wo sind wir denn jetzt hier richtig? Da sind wir richtig. Da müssen wir mal reingucken. Was gibt's denn als Milch? Oh, jetzt habe ich natürlich eine falsche Taste erwischt. Das geht nicht. Das war jetzt die Karte. M ist klar. Wollte ich aber auch nicht so haben. Ich wollte hier eigentlich
MB-Milch haben und dann macht er die Karte auf. Geht gar nicht mehr. Ging noch mal früher, glaube ich, ne? Okay, dann nicht. Milch. Gibt's immer noch den gleichen LKW hier. Gut, dann den. Fahrplan. Döbelhafenmarkt. Kopieren. Starten. Starten. Und das andere war Früchte, Südfrüchte. Okay, da gibt's den. Fahrplan. Döbelnmarkt. Döbelhafenmarkt, ne? Und kopieren und starten, starten. Fertig. Okay, das war die Bushaltestelle, die wollte ich nicht auswählen. Okay, die Milch-LKW fahren jetzt hier lang. Gut, 36, 72, aber ist eine ganz schön weite Strecke. Wird werden, denke ich. Gut, was nehmen die mit? Nix, ne? Ah, jetzt habe ich den nicht angewählt. Jetzt habe ich einen, okay, der, ne, ist auch nicht der angewählte. Also, kann es das denn sein? So, jetzt haben wir einen, der ist aber leer. Gut, läuft erstmal, ne? ja. Soweit, so gut. Was machen wir noch? Also, wir waren noch in der Liste. Das Schiff ist halt immer noch das gleiche. Wo fährt er denn rum? Das ist ein Stadtbus Radolf Zell. Der fährt aber... Achso, der fährt nur bis dahin. Alles klar. Und wird die falschen Zahlen ein. Aber hier ist auch gerade nichts Besseres, ne? Er könnte höchstens noch hier hinfahren. Da wären noch Arbeiter aus Radolf 10, Zell 10. Wäre jetzt die Frage, ob man das mit aufnimmt. Auf dem Bauernhof, wie sieht's da aus mit Personen? Oh. Da sind ganz viele Feldleute. Da ist ja hier schon zu überlegen, ne, ob man das macht. 64 stand da. Bus. So, so. Und Bushaltestelle hin. Machen wir die Bushaltestelle da so hin. Und dann müssen wir den Radolfzeller Bus umändern. Da oben ist jetzt zu überlegen, ob wir da auch eine Haltestelle machen. Ich glaube, die machen wir da auch hin, oder? Machen wir da auch hin. So, dann das weg. Das weg. Das lassen wir gerade offen. Linienverkehr. Fahrzeuge haben wir passend. Stadtbus Radolfzell. Linie ändern. Jetzt müssen wir überlegen, wenn der wo lang fährt. Radolfzell William McKinley Straße. Und dann fährt er noch zum Rathaus. Radolfzell. Deutsches Rathaus. Dann fährt der da einfügen nach dahin von Rathaus nach ja. Und wenn er da war, dann fügen wir das nochmal ein und dann fährt er die Tour nach da oben. Und dann fährt er runter zum Ostdeutschen Rathaus. Ja, ich glaube, das passt dann. So. Den gucken wir uns mal gerade an, ob er das dann auch passend macht. Und ob es dann besser wird, ist die nächste Frage, ne? Gar keine Passagiere zurzeit drin, ne? Wo fährt er hin? Auch da hinten, ne? Steigen da welche ein? Ja, zwei Leute. Jetzt fährt er zum Rathaus, da müssten die aussteigen. Nee, oder? Doch. Steigt keiner ein.
Jetzt ist er da oben, da war nix. Steigt wieder einer zum Gottreidehof. Okay. Ja, Getreidehof, 4 Leute. Sind 2 ausgestiegen oder was? Ne, einer, oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt wäre da oben zur Mühle. Hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ja. 4 ist das Maximum, ne? 4. 3, 5, okay. Naja, okay, das wird sich entwickeln. Jetzt sind sogar schon mal 8 drin, ne? Aber über Radolfzell, Norddeutsche Mühle. Keine Ahnung, was das unten jetzt ist. Albert Hafenbetriebshof, was soll das? Das verstehe ich jetzt nicht, naja, aber muss man auch nicht verstehen, ne? Vielleicht weiß es einer, dann kann das mir bitte in den Kommentaren schreiben, was das sollte. Sagt mir jetzt gerade nichts. Habe ich noch nie gehabt, oder? Gut, okay. Was ist hier unten eigentlich mit der Mühle? Die läuft, ne? Ja, Palettenstück gut warten. Mehl, 33 Tonnen werden abgeholt von dem anderen, der da jetzt von oben gleich kommt. Mehl ist hier, Weizen läuft. Der fährt jetzt wieder zurück, der Trecker. Machen hier 2 Trecker drauf? Ich glaube ja, ne? Ja, da ist der zweite, dann passt das, glaube ich, auch. Das kommt ungefähr hin. Müssen wir überlegen, was wir da jetzt dann noch als nächstes anschließen. Ich glaube, wir können diese Mühle noch ein bisschen besser verzahnen, ne? Hier rechts da, das ist auch ein Getreidehof, der dafür anliefert, ne? Sollten wir überlegen, dass wir den da auch noch anschließen. Vielleicht so direkt, weiß ich nicht, muss man dann mal gucken. Gut, aber für die Folge würde ich sagen, soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.